Los, komm, trau dich. Wie? Komm, so. Sebastian, wie ihr lebt und lebt, ohne Käppi. Moin, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Tag. Heute bauen wir hier diese rollende Sitzbank oder... Sitzhocker? Sitzhocker. Ja. Und sagen, wir wünschen euch ganz viel Spaß nach dem Intro. Bis gleich. Genau, bleibt dran. Ciao. So, da bin ich wieder. Oder da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich fühle mich so ein bisschen nackig. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen stotter heute in diesem Video. Total nackig. Ich habe meine Käppi vergessen. Super nackig. Das habe ich. Wir wollen heute mit euch, wie gesagt, diesen tollen, diesen rollenden Hocker, ne, bauen aus einer alten Weinkiste. Ja. Das Ganze ist ganz, ganz einfach. Eigentlich ein ganz simples Projekt, klein, aber fein und... perfekt für den Anfänger. Genau. Oder für die... Anfängerin. Dame, genau, zu Hause. Ne? Was braucht ihr dazu? Eigentlich nicht viel an Materialien. Wir werden euch alles unten in der Videobeschreibung verlinken. Natürlich eine Weinkiste. Und diese Weinkiste, davon hast du, glaube ich, insgesamt 6-7 Stück gehabt. 6-7 Stück, genau. Die sind schon ganz alt, also relativ alt. Und die habe ich mal in einem... Gartencenter, meine ich. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Ja, in einem Gartencenter. Aber die waren ganz alt, eigentlich als Deko, aber... Ja, das ist ja gerade total angesagt, solche alten Weinkisten. Ja, ich wusste damals schon, was innen ist. Ja. Falls ihr sowas nicht bekommt in einem Gartencenter, dann könnt ihr sowas auch online kaufen. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja. Und ihr braucht dazu noch ein Material, einen Akkuschrauber, einen Multischleifer, um eventuell die Kiste ein bisschen zu schleifen, falls sie zu rau ist. Genau, auf jeden Fall ein Schleifgerät. Ich kann euch einen Multischleifer sehr gut empfehlen. Oder ihr schleift es per Hand. Ne? Dann Klemmen, ein Zollstock, Klavierband, Möbelrollen, eine Kette, etwas Holzleim, Schrauben und eine Holzleiste. Das ist eigentlich alles, was ihr dafür benötigt. Und, bei den Möbelrollen würde ich empfehlen, dass ihr guckt wegen der Lautstärke, ob ihr welche unter euch habt oder in einem Haus wohnt, dass es vielleicht solche Gummirollen sind, die nicht so laut sind. Ja, Vollgummirollen. Es gibt ja auch so aus, welche aus Kunststoff. Und wenn ihr dann beispielsweise Fliesen habt oder Parkett, dann hört ihr bum, 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 bum. Oder auch dieses Rollen. Ne? Ja, falls es euch, ja, genau, wenn es so leise rollt, ist es, glaube ich, auch angenehmer. Angenehmer, ne? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, die Kinder rollen schon dadurch mit, damit durch die Gegend. Durch die Wohnung, ne? So, als allererstes fangen wir an mit dem Streichen. Thema Kreidefarbe ist dein Part, hast du gesagt, ne? Warum Kreidefarbe? Ich finde die einfach so super toll zum Verarbeiten. Es ist einfach, es geht schnell, ohne Grundierung. Sie deckt gut, sie saugt gut, fertig. Und sie trocknet schnell. Und Thema abgeschlossen. Ja. Und gibt es in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Farben. Und geruchslos. Naja, ein bisschen riechen tut sie schon. Ja, aber eher natürlich. Die, okay, gut. Die Kreidepigmente. Für die Weinkiste, da müssen wir eine kleine Leiste noch anbringen. Die haben wir jetzt, wie ihr sehen könnt, später erst angebracht. Die solltet ihr vielleicht vor dem Lackieren anbringen. Ja. Die könnt ihr mit zwei Klemmzwingen anfixieren, Leim dazwischen und nachdem das Ganze getrocknet ist, am besten nochmal verschrauben, weil die Leiste, die hält nachher das Klavierband, sprich die Deckelplatte. Und das sollte schon ein bisschen durch diese Leiste wird das quasi... Stabilität, damit das auch nicht so ausreißt, richtig? Richtig, damit das ein bisschen mehr Stabilität bekommen. Ja, ne? Und dann anmalen. Genau. Danach geht's los. Wir haben die Kiste umgedreht und dann diese Rollen. Die Bodenplatte. Vier Rollen. Da haben wir eine Bodenplatte verwendet. Du hattest gesagt anfangs, ach Quatsch, brauchen wir gar nicht. Ja, ich habe überlegt, ich hätte jetzt wahrscheinlich so laienhaft einfach die Füße da rangeschraubt, aber du hast schon recht, dass das die sonst einfach durchbricht. Die auch Weinkiste und dann ist sehr, sehr, die hatte vielleicht eine Wandung von 5, 6 mm, wenn du da Rollen hast und mal... Und sich so ein Kind so richtig draufsetzt oder raufschmeißt, keine richtig, Ahnung. Da kann das durchbrechen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, eine 18 mm Multiplexplatte zu nehmen. Wir haben jetzt ringsherum vom Rand ungefähr 1,5 cm das Ganze zurückspringen lassen. Ja, und damit man das nicht so sieht. Diese Multiplexplatte könnt ihr euch auch bei Plattenzuschnitt 24 zuschneiden. Das ist unser Plattenlieferant. Da bekommt ihr auch übrigens auch Acrylglas und ganz, ganz viele andere Zubehörmaterialien. Den Link dazu und einen Rabattcode verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Die 18 mm Multiplexplatte haben wir dann nochmal zusätzlich ganz leicht eine Rundung rangefräst mit einer Kantenfräse. Mit der Kantenfräse, müsst ihr aber nicht. Ihr könnt die Kanten noch ganz normal brechen. Und dann das Ganze verschrauben mit vier Schrauben an Eckpunkten. So eine Weinkiste hat meistens an Eckpunkten nochmal vier kleine Pfosten. Ne? Ja, genau. Und da könnt ihr schön reinschrauben. Und dann habt ihr das Ganze auch mehr Stabilität.
So, und dann kommen wir zu den Gummirollen. Da haben wir natürlich ausgemessen. Wir haben sie nochmal ein Stück zurückspringen lassen, weil ich die nicht so sichtbar haben wollte. Und ja, positioniert je nach euer Belieben. Und fertig. Ne? Und den Tipp beachten, vor allem mit den Gummirollen, ganz, ganz wichtig. Ne? Dann im Anschluss könnt ihr natürlich dann diese Holzklasse, die wir drin angebracht haben, und die Bodenplatte nochmal farblich lackieren. Ansonsten setzen sie sich ganz schön ab und das sieht dann nicht so wirklich schön aus. Ja. Und jetzt können wir auch eigentlich zu unserer Deckelplatte, ne? Das ist dein Part, polstern und tackern auch. Und klammern und nageln. Da haben wir auch wieder eine Multiplexplatte genommen, eine 18 mm Multiplexplatte, die ist sehr, sehr stabil und robust dafür. Mhm. Und da fangen wir an mit dem Schaumstoff zu schneiden. Spanholz wäre auch nicht so gut, ne? So eine günstige Platte, das wäre nicht so eine gute Idee, oder? Das wäre zu instabil. Spanplatte, ne? Würde ich jetzt nicht nehmen, ganz einfach eine Spanplatte. Kennt ihr wahrscheinlich zu Hause. Ne? Günstige Möbel. Mm. Wenn du da jetzt eine Schraube reinschraubst, vor allem solche Möbelrollen, du kriegst da nicht wirklich Halt rein. Und wenn die Kinder da mal irgendwo gegenfahren, irgendwo mal mit der Rolle gegenfahren, dann ist die Gefahr ziemlich groß, dass die Schrauben rausreißen. Mm. Weil Spanplatte ist ja Span gepresst. Ja, okay. Und Multiplex sind mehrere kreuz aufeinander verleimte Furniere. Da hast du einen viel, viel härteren oder sicheren Halt. Ne? Deswegen ganz klar Multiplex in dem Fall. Okay, super. Den Schaumstoff haben wir entsprechend der Platte natürlich angepasst, ausgeschnitten. Es geht gut mit einem Cutter oder einer großen Tapezierschere. Und darauf haben wir dann natürlich auch den Stoff ausgemessen. Der sollte natürlich überlappend sein, auch das Vlies noch darunter, dass ihr das gut umlegen könnt und gut tackern. Also da müsst ihr gucken, dass die Ränder ordentlich Luft haben, wenn ihr das alles zusammen umschlagt. Ich würde sagen, so gut 5 cm sollte die auf die Platte. Es kommt ja immer darauf an, ne? wie dick der Schaumstoff ist, wie dick der Stoff ist, wie dick das Vlies und wie dick die Platte. Deswegen, der Vlies? Das ist nochmal gut für zum Schutz der Kanten, damit sich der Stoff durch, sag ich mal, eventuelle scharfkantige Kanten oder das Holz eben nicht aufreibt, wenn man sich draufsetzt. Ne? Das schützt nochmal alles und auch die Ecken. Und wer mag, kann natürlich die Deckelplatte, wenn ihr das Ganze öffnet, dann habt ihr nochmal ein Stück Multiplex ausgeschnitten oder sichtbar, dann könnt ihr auch nochmal den gleichen Stoff nehmen und das Ganze dann zutackern. Ne? Das ist, glaube ich, ganz schick. Ne? Schick verkleiden quasi. Hast du jetzt auch bei der Kiste gemacht. Ne? Genau. Ja. Genau. Und jetzt kommen wir zum Klavierband. Mhm. Klavierband, warum, weshalb? Ihr kennt ja bestimmt so eine Klavierklappe, wo die Tasten dann zu sind. Das ist so ein ganz, ganz langes Scharnier. Das nennt sich Klavierband. Das Klavierband anschrauben ist auch ganz, ganz einfach. Aber am besten macht ihr das Ganze zu zweit. Ja. Ist sehr, sehr schwierig alleine. Und das Klavierband auf Länge zu sägen könnt ihr mit einer Eisensäge. Oder ihr nehmt einen Winkelschleifer, ganz, ganz wichtig hier. Ein Gehörschutz und... hier, was für die Augen, ne? Schutzbrille verwenden. Ist nicht so ohne. Nachdem wir das Ganze dann angeschraubt haben, haben wir uns nochmal überlegt, wenn jetzt die Kinder oder Kleinkinder so eine Deckelplatte aufmachen, dann kann es aber ganz schnell dazu kommen, zack, schlägt sich um und dann zack, reißt die Kiste auseinander. Und die Kiste auch umklappt, ne? Also und dann Finger dazwischen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, wir haben uns nochmal eine goldene Kette uns besorgt, eine 5er Gewindeschraube, 5x20, zwei Ringschrauben und eine goldene Kette und zwei Unterlegscheiben. Und da haben wir nochmal so eine Winkelsicherung im Prinzip, ne? Das ist ja so... Ja. verwendet. Ne? Und das Ganze dann befestigt, ist wunderbar. Und jetzt kann die Deckelplatte nicht mehr umkippen oder beziehungsweise die ganze Kiste zerstören. Ne? Und es sieht nochmal ganz schön aus. Ja. So, und dann wolltest du, da habe ich stundenlang gegoogelt, was wolltest du haben, so ein Wiener Geflecht? Wiener Geflecht, ja, ich wollte einfach sowas Holzgeflecht einfach. Ein Holzgeflecht ist das ja im Prinzip. Das heißt, so Art Rattan, ja, die nannten das Wiener Geflecht. Es ist ja aber auch im Moment, ich glaube, häufig zu sehen, auch auf Instagram sehr, und Co. Sehr, aber ich finde es einfach schöner, um nochmal diese Rillen zu verkleiden, wenn man das nicht so ganz so offen haben will. Und es gibt nochmal einen echt schönen Akzent, finde ich. Fertig sind die zwei, besser gesagt drei. Drei, ne? Sogar. Drei rollenden Sitzmöbel. Vom Budget her ungefähr pro Kiste 30 Euro. Ne? Circa, je nachdem, was ihr für einen Stoff wählt und ob Wiener Geflecht oder nicht. Wiener Geflecht rein oder nicht. Ich finde persönlich, mit Wiener Geflecht sieht das Ganze besser aus. Ja, finde ich auch. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbauen. Wie immer findet ihr alle Infos zum Video direkt unter dem Video verlinkt. Genau. Und was machen wir? Wir rollen jetzt eine Runde weg, ne?
Ihr könnt uns mal Kommentare hinterlassen, ob ihr sowas auch für sinnvoll erhaltet und was ihr da so reintun würdet oder für was benutzen. Ich möchte gar nicht wissen, was ihr da reintut. Nee? Nee. Warum? Zeitungen, jemand für Decken, keine Ahnung, vielleicht schreiben wir auch mal Frauen unter, eine Bataillon an Kerzen, keine Ahnung. Alles klar. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr mit Cappy diesmal. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. Ciao. Ciao. So, komm mit, Fräulein. Wollen wir Wettrollen machen? Bist du dahin? Nein. Komm, du legst dich rauf, ich schieb dich. Bin ich 12 oder wie? 5? Du bist Herr 18.